Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Manipod. Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Vincent. Und ich bin Massimo. Massimo, wie geht es dir? Ja, wie jedes Mal schlecht. Okay. Weil die Situation immer schlechter wird und unser Thema heute macht es auch nicht besser. Der Titel unserer Folge ist Spargel und Rassismus und der Spargel steht hier sinnbildlich für die Feldarbeit und der wollen wir uns heute widmen. Überall werden die Grenzen dicht gemacht, aber dann gab es die Corona-Ausnahme. 80.000 FeldarbeiterInnen sollen ins Land geholt werden, um den deutschen Spargel zu retten. Ich meine, alles nichts neu. Wer erntet unser Essen? Wer pflegt unsere Alten? Es ist die transnationale Migration, die das tut. Und wir sprechen uns hier nicht gegen die Migration aus, sondern gegen den Rassismus, der da drin verhandelt wird und der darin ausagiert wird. Das ist ein globales Phänomen der Ausbeutung. Wir machen aber nicht den Fehler und darum geht es uns auch in unserer Sendung zu sagen, dass das Problem Migration ist und die Lösung daran besteht, dass die Leute eigentlich alle zu Hause bleiben und dass wir hier für Bedingungen kämpfen, damit alle schön zu Hause bleiben können, sondern dass es eben darum geht, in einer Welt der Mobilität und des Rechts auf Mobilität auch ein Recht zu haben auf faire Bedingungen und auf Rechte weltweit. Das heißt, es geht hier nicht darum zu sagen, es gibt ein Problem, dass Leute, was ich zum Beispiel aus Afrika in Spanien, auf den Feldern arbeiten, sondern unter den Bedingungen, unter denen sie das tun müssen. Das ist der Gegenstand unseres Podcasts. Genau, die Folge ist wieder zweigeteilt. In der ersten Hälfte sprechen wir mit Benjamin Luik. Er hat schon viel gearbeitet im Agrarbereich und zwar auf der Seite der Widerstände gegen die Ausbeutung, die da global stattfindet. Konkret hat er 3 Jahre lang als Kollege von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Südafrika das Programm Ernährungssouveränität geleitet. Ich habe ihn von einem Einkauf berichtet und zwar in einem Bioladen. Normalerweise gehe ich nicht so oft in Bioläden einkaufen, Massimo, du? Naja, manchmal schon. Aber man fühlt sich immer ein bisschen schlecht danach. Man fühlt sich immer ein bisschen schlecht danach, ja. Ich stand auch vor der Käsetheke und dachte mir, oh mein Gott, du bist der größte Allmann der Welt. Vor allem sind die Leute alle so schlecht gelaunt und sehen alle so ungesund aus in diesen Läden. Okay, mit Benjamin Luik sprechen wir über Arbeitsbedingungen in den ach so nachhaltig wirkenden Bioläden, aber dann haben wir mit ihm auch die Waren zurückverfolgt, die man dort kaufen kann. Und zwar haben wir uns auf die Felder begeben und geschaut, wer sind denn die Menschen, die diese Früchte und das Gemüse anbauen und ernten, wie sind deren Arbeitsbedingungen, wo passiert da Ausbeutung und eben auch Widerstand. Und wir haben mit Ben darüber geredet, was eigentlich Ernährungssouveränität bedeutet und wer eigentlich hier souverän ist und wessen Souveränität vielleicht auch gebrochen werden muss. In der zweiten Hälfte der Folge haben wir dann mit Katalin und Flavia gesprochen. Allerdings haben wir nicht nur über Feldarbeit gesprochen, sondern auch über Care-Arbeit in Zeiten von Corona. Genau, wir haben mit Katalin gesprochen in Österreich über eben die Kämpfe der Saisonarbeiter und Arbeiterinnen, wie man sich organisieren kann, wie sich dort gewehrt wird gegen die Ausbeutung. Und wir haben mit Flavia darüber geredet, über die Care-Arbeit, über die Ausbeutung, vor allem von osteuropäischen Frauen in dem Pflegesektor und wie sich eben dort auch die Kämpfe gestalten und welche Möglichkeiten es dort gibt. Viel Spaß. Hallo Ben, wie geht's dir? Hallo, soweit ganz gut. Ja, stell dich doch mal kurz für uns vor. Du hast von 2016 bis 2019 hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet. In welchem Bereich denn? Im Bereich Ernährungssouveränität und Agrarpolitik. Ich war in den 3 Jahren in Südafrika in dem Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hab mit Kollegen auch in Berlin zusammengearbeitet, generell zum Thema Agrarernährung. Und heute bist du in beratender Funktion im Bereich Ernährungssouveränität aktiv? Darüber werden wir auf jeden Fall später noch sprechen. Jetzt dachte ich mir, ist es, um es so konkret wie möglich zu machen, interessant, wenn wir mit einem kleinen Beispiel anfangen. Und zwar war ich einkaufen. In Zeiten von Corona teile ich mir mit meinen NachbarInnen die Einkäufe. Und für meinen Mitbewohner bin ich dann in die Bio-Company gegangen und habe mir 2 Sachen gekauft. Einmal Obst und Gemüse und Kaffee. Die Idee ist, dass wir über diese beiden Waren sprechen und auch über die Arbeitsbedingungen in so Bioläden wie der Bio-Company. Es gibt ja gerade in Berlin viele Läden wie Alnatura, Bio-Company oder Demeter. Wie sind da die Arbeitsbedingungen? Das ist eine sehr gute Frage und wird
oft unterschätzt. Man kann sagen, in Deutschland ja im Einzelhandel sind die Arbeitsbedingungen generell sehr, sehr schlecht. Es gibt sehr flexible Arbeitszeiten, sehr hohe Arbeitsdichte, sehr schlechte Bezahlung oftmals. Das ist generell der Fall. Und was unterschätzt wird, glaube ich, bei solchen Bioläden, die ja erstmal nachhaltige, vermeintlich nachhaltige Ware anbieten, ist das die Möglichkeit für die Angestellten, sich zu organisieren, noch mal schwieriger ist eigentlich als in den Mainstream-Discountern und Einzelhandelsbereichen. Also wir haben, wenn wir alle Bio-Ketten nehmen, die wir so kennen, Alnatura, Dance und so weiter, bundesweit so gut wie keinen einzigen Betriebsrat. Also der Experte von Verdi sagt, es gibt nicht mal fünf oder es gibt vielleicht eine Handvoll, fünf. Und wenn wir jetzt überlegen, Dance hat über 300 Filialen in Deutschland, kann man sagen, gewerkschaftliche Organisation ist nicht vorhanden. Das ist das eine. Das zweite ist mit der enormen Arbeitsdichte, dass der Druck auf die Angestellten, vor allem die, die da in der Fläche arbeiten, sehr, sehr hoch ist. Vielleicht kennt ihr das selber, kann man mal drauf achten, wenn man in so einen Laden reingeht. Meistens hängt an der Tür das Schild, wir suchen neue Mitarbeiterin. Ja. Das ist sozusagen der Standard. Also es gibt sozusagen so einen Durchlauf. Das dritte ist, und das ist in vielen Bereichen des Ernährungssystems zu beobachten, das hängt auch mit diesem Problem mangelnde gewerkschaftliche Organisation zusammen, dass kaum Laden nach Tarif bezahlt. Billiglöhne, sehr schlechte Bezahlung für sehr harte Arbeit. Und fallen dir da Beispiele ein für Arbeitskämpfe, die vielleicht in irgendwelchen Bioläden in letzter Zeit stattgefunden haben? Mir fällt jetzt nicht ein konkreter ein. Oft ist das Problem, glaube ich, dass diese Arbeitskämpfe sehr verdeckt laufen. Das heißt, es braucht sehr viel Mut von einer einzelnen Mitarbeiterin oder vielleicht von drei Kollegen zu sagen, okay, wir schließen uns jetzt mal zusammen. Wir versuchen jetzt mal einen Betriebsrat zu gründen. Und dann kann ganz schnell, glaube ich, sozusagen ja, gar nicht so nach außen sichtbar, sondern eben in der direkten Kommunikation Druck auf diese Kollegin ausgeübt werden. Es ist einfach, glaube ich, kein Zufall, dass es so gut wie überhaupt keine Betriebsräte gibt. Gut, beziehen wir uns jetzt mal auf die Waren, die ich gekauft habe und fangen bei dem deutschen Obst und Gemüse an und sprechen über die Leute, die dieses Obst und Gemüse an- und abbauen. Am 17. und 18. Januar gab es ja gleich mehrere Agrardemos, unter anderem in Berlin. Wer hat da demonstriert? Worum ging es da? Das ist ein bisschen unübersichtlich gewesen im Januar. Ja. Ich habe nur Traktoren gesehen bei mir vor der Haustür. Genau, also es gibt sozusagen einerseits, und das ist schon ein gutes Projekt, würde ich erstmal prinzipiell sagen, wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung haben das auch unterstützt oder unterstützen das auch. Es gibt so etwa seit 10 Jahren, die Wir haben es satt-Demonstration. Es ist ein breites Bündnis, primär aus NGOs, Umweltorganisationen, sind auch, ne, Bäckerhandwerk ist auch dabei, ein paar andere Organisationen. Es ist aber nicht so sehr eine bäuerliche oder Agrardemonstration, sondern kommt eigentlich von der Verbraucherseite, von der Gesellschaft, auch wenn ein Bauernverband ABL das mit unterstützt. Die sagen eben, ne, wir wollen ein gesundes, nachhaltiges und auch gerechtes Ernährungssystem haben. Das sind ja, also das ist eine Bewegung, die, glaube ich, das geschafft hat, diese Frage von was ist Agrarpolitik so ein bisschen wegzurücken von, okay, es geht irgendwie um ganz viele EU-Gelder und es geht eigentlich nur darum, wie die Gießkanne eingestellt wird, hin zu einer gesellschaftlichen Debatte. Warum brauchen wir Nachhaltigkeit? Und das ist gut so. Was parallel stattfand, war was ganz Spannendes, auch schon Ende letzten Jahres, dass sich ein großer Teil von Bäuerinnen und Bauern in Deutschland organisiert hat und protestiert hat, aber eher sozusagen paradoxerweise neben oder gegen dieses Bündnis gestellt hat, obwohl sich manche Forderungen überschnitten haben. Also die Bauern, Landschaft Verbindung ist die Bewegung, hat einerseits protestiert, was ich eher als problematisch einschätze, gegen eine zu heftige Düngeverordnung, das heißt gegen Umweltregulierung. Zugleich aber, wenn man genauer nachgebohrt hat, was ist eigentlich im Kern euer Problem? Und wenn man sozusagen mit einzelnen Leuten direkt ins Gespräch gegangen ist, ich war da auch mal am Brandenburger Tor bei einer Demo und habe mit Bauern gesprochen, dann war schon ganz klar, eigentlich ist das Problem der massive Preisdruck. Also wir könnten umweltfreundlicher produzieren, wenn wir faire Preise bekommen würden. Also Preisdruck aus Richtung von Supermarktkonzernen. So ist es, genau. Also oft wird dann gesagt, ja, die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen es halt so günstig, aber es ist ganz eindeutig, wir haben in Deutschland im Kern 4 Unternehmen, die Schwarzgruppe mit Lidl, ja, Aldi, Rewe, Edeka,
die 90% des Einzelhandels kontrollieren. Mhm. Und es ist nicht so, dass die ein Kartell bilden, die haben schon einen massiven Preisdruck gegeneinander. Selbst in Südafrika sagen Weinproduzenten, es gibt den Aldi-Preis sozusagen. Die wissen genau, dass Aldi setzt den Preis und die anderen ziehen danach. Ja. Das ist heftig. Also es ist ein ganz fieses Oligopol. Ja. Aber dieser Preisdruck wird letztlich auf dem Rücken der zunächst mal der Bauern ausgetragen und indirekt natürlich, da kommen wir wahrscheinlich ja noch zu sprechen, später damit dann natürlich auch auf dem Rücken der Beschäftigten der Bauern. Ja? Mhm. Nicht jeder Bauer ist ja ein kleiner Kleinbauer, der rein familiär arbeitet. Und ja, ich meine, wenn wir bei Obst und Gemüse sind, ist natürlich wichtig, wir leben im globalen Kapitalismus. Das heißt, in Deutschland ist es so, dass etwa 35% des Gemüses nur, was wir hier essen, aus Deutschland kommt. Mhm. Bei Obst ist es in Deutschland so, dass nur 22% des Obstes, was wir in Deutschland essen, überhaupt noch aus Deutschland kommt. Das heißt, eigentlich, wenn wir jetzt über die Auswirkungen reden vom Preisdruck, müssen wir uns die verschiedenen Kanäle angucken. Wir haben dann einmal die Arbeitsbedingungen hier in Deutschland selber. Da können wir drüber reden, über die Saisonarbeiterinnen jetzt, die billig produzieren müssen. Ja. Wir haben zweitens ganz, ganz stark bei Gemüse und bei Obst ja eng verquickt mit der Migrationsfrage die Ausbeutung an den Rändern Europas. Sei es in Griechenland, sei es in Südspanien, sei es in Süditalien. Das ist sozusagen zweiter Kanal. Und wir haben als dritten Kanal natürlich die Importe von Nahrungsmitteln aus der, ja, aus allen Teilen der Welt, wenn man so will. Ja. Wo es ebenfalls natürlich Machtstrukturen und problematische Arbeitsbedingungen gibt. Mhm. Ja, du hast super, super die Brücke geschlagen. Das romantische Bild von der Landwirtschaft ist auf jeden Fall zerstört. 900.000 Menschen arbeiten in einem landwirtschaftlichen Bereich. In Deutschland sind nicht nur BäuerInnen. Wie ist es denn aufgeteilt? In Deutschland ist es so, das sind Schätzungen des Statistischen Bundesamts, die alle 10 Jahre im Grunde nur erhoben werden. Also es sind auch jetzt keine ganz aktuellen Zahlen, aber im Kern ist es so, dass circa 400.000 Menschen in der Landwirtschaft arbeiten, innerhalb von bäuerlichen Familienbetrieben. Mhm. Und dann nochmal 200.000, die werden oft vergessen in den Debatten, also Angestellte in der Landwirtschaft, das ganze Jahr über festangestellt hier in Deutschland. Und was jetzt in den vergangenen Jahren ganz entscheidend ist, in der Kernzeit, vor allem der Erntesaison natürlich, dass ein ganz großer Teil der Arbeit, die dann zusätzlich anfällt, in den letzten Jahren von circa 300.000 Saisonarbeiterinnen primär aus Polen und Rumänien gemacht wurde. Kannst du zu deren Arbeitsbedingungen vielleicht direkt mal was sagen? Ja, also die hatten im Grunde schon vor der Zeit von Social Distancing in Corona hatten sie schon eine klare Isolation, in der sie gearbeitet haben. Ja. Das kennt man ja vielleicht selber. Meistens begegnet man diesen Leuten irgendwie, wenn man auf der Autobahn langfährt und mal rausguckt auf die Felder, dann sieht man die von weitem da irgendwie in Kolonnen arbeiten. Das heißt, die haben auf dem Papier, zumindest in den letzten Jahren, erstmal den Mindestlohn von 9 Euro x bekommen. Aber es gab massive Abzüge. Für die Unterkunft, in Massenunterkünften wurde Geld abgezogen. Manchmal sogar für das Equipment bei der Arbeit wurde Geld abgezogen. Mhm. Für den Transport, für die Rückreise wurde Geld abgezogen. Die Isolation war sozusagen Teil des Programms. Also bis zu 70 Tage konnten die angestellt werden in Deutschland, ohne sozialversichert zu sein hier, was die Arbeit sehr billig gemacht hat. Und was die Gewerkschaften beispielsweise oder die Organisationen, die in den vergangenen Jahren schon versucht haben, in Kontakt zu treten mit den Saisonarbeiterinnen, die auch zu organisieren, ihnen Informationen zu geben über Info-Hotlines, über ihre Rechte, ganz klar sagen, auf dem Papier bestand das eine, in der Realität das andere. Also oft wurde gar kein Arbeitsvertrag unterschrieben. Wenn ein Arbeitsvertrag unterschrieben wurde, vielleicht nur in deutscher Sprache. Das heißt, die wussten gar nicht, was da drin steht. Bezahlung erfolgte manchmal willkürlich, manchmal am Tag der Abreise, wenn der Bus schon wartet. Das heißt, man konnte sowas wie zusätzliche Arbeitszeit, die man hatte oder so, gar nicht geltend machen. Das heißt, es gab einen starken Druck. Faktisch gab es oft Akkordarbeit. Das heißt, man muss eine bestimmte Länge am Tag liefern. Es gab in den letzten Jahren zunehmend Berichte, dass auch der Klimawandel, die enorme Hitze, den Arbeiterinnen zusetzt. Es gab oft zu wenig Zugang zu Wasser, zu wenig Hitzeschutz und so weiter. Das heißt, sehr, sehr taffe Arbeitsbedingungen, oft massiver Arbeitsdruck und faktisch trotz Mindestlohn auf dem Papier
eine Lohnausbeutung. Eine linke Wochenzeitung, die ich lese, hat getitelt, der deutsche Spargel ist gerettet, sehr ironisch natürlich, weil jetzt in Zeiten von Corona gab es ja eine Ausnahme, was die Einreisebedingungen von MigrantInnen angeht. Ich spreche von den 80.000 SaisonarbeiterInnen, die auf die deutschen Felder geholt worden sind. Ja, das ist sehr spannend. Es war eben so, dass es zunächst keine Einreisemöglichkeit geben sollte und dann sind sofort die Arbeitgeberverbände und der Deutsche Bauernverband vorneweg sofort aufgestanden, der Regierung aufs Dach gestiegen und haben in einem Zug gefordert, nicht nur die Möglichkeit der Einreise, sondern auch parallel dazu quasi eine Untergrabung der Arbeitsrechte. Also jetzt, die Bundesregierung hat das per Verordnung quasi größtenteils durchgewunken. Das heißt, jetzt kann bis zu 12 Stunden am Tag gearbeitet werden. Diese Zeit, die man am Stück ohne Sozialversicherung quasi arbeiten kann, wurde zunächst von 80 auf 115 Tage hochgezogen. Landwirtschaftsministerin Klöckner redet jetzt von 180 Tagen. Ja. Das heißt, das wird immer krasser. Die Pausen, die legalen Pausen, werden verkürzt. Also wir haben im Grunde eine ganz klassische Manchester-Style Ausbeutungsverstärkung jetzt sozusagen, die es geben soll. Was ganz problematisch ist, was die Gewerkschaften gerade als allererstes anprangern, ist, dass obwohl alle von Gesundheit und Corona reden, die Gesundheitsstandards miserabel sind. Also das Agrarministerium hat in seiner Bekanntmachung jetzt in dieser Situation gesagt, na ja, sollen wenige zusammenleben in einer Unterkunft, aber bis zu 20 geht schon. Wir haben ja jetzt in Baden-Württemberg den ersten Fall gehabt von einem Todesfall aufgrund von Corona eines rumänischen Arbeiters. Und es häufen sich die Berichte natürlich, wie sollte es anders sein, dass in vielen Unterkünften sozusagen mehrere Arbeiterinnen positiv getestet werden. Das heißt, diese Ausnahmesituation wird in keinster Weise genutzt, um zumindest jetzt die Gesundheitsstandards zu verbessern, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Du hast gerade schon ein paar Akteure angesprochen. Also es gibt den Bauernverband, es gibt die Regierung und es gibt eben auch Gewerkschaften oder Kampagnen. Was ist deren Interesse? Wie organisieren die migrantische Arbeitskraft? Ja, ich glaube, was sich jetzt in der Krise zeigt, ist, wer systemrelevant ist und wer nicht. Und immer wenn in der Tagesschau die Landwirtschaft thematisiert wurde, dann wurde der Präsident Ruckwied des Deutschen Bauernverbands meistens interviewt und der hat gesagt, die Landwirtschaft sagt das und das und will das und das. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Landwirtschaft in Deutschland ganz, ganz wesentlich nicht nur bäuerlich ist, sondern zur anderen Hälfte eben das ganz normale Angestellte sind. Das heißt, der Bauernverband organisiert ganz unterschiedliche Betriebe, aber ganz klar ist es auch ein Arbeitgeberverband, in Anführungszeichen würde ich sagen, mit knallharten Interessen. Das heißt, es ist eindeutig, wir sehen hier zunächst der Deutsche Bauernverband, der eben sehr viel Macht hat, macht Druck darauf, dass Arbeit billig bleibt. Was wichtig ist, glaube ich, ist, dass es eben auch noch andere Akteure gibt. Es gibt zum Beispiel die ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, das ist ein kleinerer Bauernverband von eher ökologisch orientierten, eher kleineren Betrieben. Die haben sich explizit in einer Pressemitteilung an die Seite der IGBAU gestellt, also der Agrargewerkschaft in Deutschland, und gesagt, wir brauchen bessere Rechte für Saisonarbeiterinnen. Das heißt, es gibt da ein vielschichtiges Bild. Auf der Seite der Organisierung ist es ganz spannend, dass es eben schon seit längerem von der IGBAU, der Agrarumweltbauengewerkschaft, den Versuch gibt, die Saisonarbeiterinnen zu organisieren, auch wenn das keine Gewerkschaftsmitglieder sind. Das läuft seit längerem. Sie haben zum Beispiel einen Verein mitgegründet, der Beratungsstellen organisiert, wo Leute, die auch mehrsprachig sind, also die Deutsch genauso sprechen wie Rumänisch oder Polnisch, ja, versuchen, auf die Arbeiterinnen zuzugehen. Das gibt's also auch. Das war in den vergangenen Jahren einfach immer relativ unsichtbar und medial nicht so ein Thema und auch sehr, sehr stark unterfinanziert. Also diese Beratungsstellen werden von Bund und Länder finanziert, aber halt miserabel. Okay, was sind deren konkrete Forderungen? Jetzt ganz konkret, angefangen mit der Situation jetzt, ist die direkteste Forderung, es muss, also jede Arbeiterin, die jetzt ankommt, die kommen ja jetzt an 6 verschiedenen Flughäfen in Deutschland gerade an, die müssen als erstes am Flughafen in ihrer Sprache eine Info-Hotline, Zugang zu der Info-Hotline bekommen und einen Katalog mit, das sind deine Rechte hier in Deutschland.
Und das hat der Bauernverband erfolgreich verhindert. Der Deal ist jetzt sozusagen, der Bauernverband informiert oder beziehungsweise die Betriebsleitung in ihrem Betrieb informiert die Arbeiterin über ihre Rechte. Kann man sich vorstellen natürlich, dass das flächendeckend umgesetzt wird. genau, also da geht es ganz bei ganz konkreten Punkten los. Natürlich gibt es auch längerfristige Forderungen. Ich glaube, was die Idee ist, ist auf jeden Fall von diesem Bündnis, auch von der IGBAU, ist ganz klar, wenn diese Menschen hier kommen und hier arbeiten, dann können sie nicht außen vor gehalten werden aus sozusagen dem sozialen Sicherungsnetz. Das heißt, wenn man hier arbeitet, muss man auch sozialversichert hier arbeiten. Und das muss sozusagen der Arbeitgeber organisieren. Das ist im Kern sozusagen erstmal die Logik, die eingehalten werden müsste laut IGBAU. Natürlich, angefangen vom Verbot von Lohndumping über angemessene Unterkünfte, über überhaupt das Recht als Gewerkschaft Zutritt zu dem Betrieb zu haben und vor Ort da sein zu können. Basics, elementare Basics, wo man erstmal meinen sollte, okay, das müsste doch sozusagen längst Realität sein. Um diese Punkte geht es zunächst. Aber natürlich auch langfristig überhaupt sichtbar machen dieser wichtigen Gruppe von Produzenten, die wir in Deutschland haben. Okay, vielen Dank. Dann komme ich mal wieder zu mir und meinen Einkäufen in der Bio-Company. Die zweite Ware war ja Kaffee. Und zwar Fairtrade-Kaffee. Was ist das Label Fairtrade heutzutage eigentlich noch wert? Das Label Fairtrade ist ein bisschen was wert. Es gibt ja 1000 Labels, mit denen man überschüttet wird. Inzwischen haben manchmal auch Konzerne ihre eigenen Labels, die sie einfach mal selber gegründet haben und die kann man dann als Zulieferer einhalten. Das heißt, man muss, glaube ich, erstmal begreifen, was Labels per se sind. Labels sind in dieser Lieferkette, über die wir schon gesprochen haben, nichts anderes als der Ausdruck von Marktmacht von einem Handelskonzern. Ja, also wenn Edeka irgendwie seinen Ananasproduzenten irgendwo in Lateinamerika oder Afrika sagt, hier Leute, das muss Global GAP zertifiziert sein, damit es in unserem Regal ist. Und dann ist es erstmal unabhängig davon, was steht bei Global GAP denn genau da sozusagen unter diesen Kontrollpunkten drin, was soll jetzt wie nachhaltig sein oder welche Pestizide dürfen da nicht drin sein. Entscheidend ist der Mechanismus. Der Mechanismus ist ganz einfach. Edeka will Qualität in seinem Regal. Dafür muss investiert werden, aber diese Investitionen werden externalisiert auf den Zulieferer. Das heißt, es ist erstmal ein Ausdruck einfach von dieser Marktmacht, die so ein Handelskonzern hat, dass er sagt, wir als privater Akteur regulieren unsere Zulieferkette. Wir entscheiden, was bei uns im Regal ist und wie ihr das macht, wie viel das kostet, ist egal. Weil wenn ihr es nicht macht, dann springen wir halt zur nächsten Plantage oder springen sogar in ein anderes Land und sourcen es von da. Wir machen Just-in-Time-Lieferung, das heißt, wir sind total flexibel in dem Shift, in der Organisierung unserer Lieferkette. Das ist erstmal ganz grundsätzlich von solchen Labels die Logik, wie sie funktionieren über den Markt. Und ich würde schon sagen, dass Fairtrade einen großen Unterschied hat zu anderen Labels. Also ne, irgendwie Rainforest Alliance oder so, die meisten, die reden nie über Preise, die reden auch nie über Löhne, die reden nur über Nachhaltigkeit, aber nicht über handfeste Dinge. So, also was Fairtrade macht schon, ist zu sagen, okay, einmal, es gibt einen Mindestpreis, den wir sichern. Zweitens, wir zahlen eine Fairtrade-Prämie. Das heißt, wir zahlen on top nochmal für den Umsatz, den ihr über Fairtrade umsetzt, eine Prämie, den könnt ihr dann reinvestieren in euren Betrieb. Und die beiden Sachen sind auf jeden Fall gut. Entscheidend ist wieder die Ausgestaltung. Wenn wir über den Mindestpreis reden zum Beispiel, kommt natürlich entscheidend darauf an, wie hoch ist denn der? Und wie hoch darf der sein, damit immer noch die Industrie wie Mars oder so sagt, ja, das ist cool, das machen wir auch. Nehmen wir zum Beispiel den Mindestpreis für Kakao. Da ist es so, dass Fairtrade einen Mindestpreis gesetzt hat, der aber immer noch so niedrig ist, dass es für die Produzenten immer noch, sagen wir in Westafrika, viel zu wenig ist. Was daraufhin die Regierung in den zwei großen Produzentenländern, Ghana, Elfenbeinküste, gemacht haben, die haben gesagt, wir setzen einen höheren Preis einfach gesetzlich durch als Mindestpreis, den unsere Bauern kriegen müssen. Punkt. Das ist vor kurzem passiert zum Beispiel und das hat gezeigt, der Mindestpreis bei Fairtrade war zu niedrig. Das heißt, der alleine hat noch nicht jetzt irgendwie zu Entwicklung geführt oder so. Also das ist der eine Punkt. Und bei der Fairtrade-Prämie ist es ähnlich kompliziert. So eine Prämie kann aus meiner Sicht gut funktionieren, wenn du wie beim Kaffee, wenn eine Kooperative von Kleinbauern, die sind, die eigentlich die Arbeit machen, die dann die Prämie bekommen und gemeinsam entscheiden, was sie damit machen. Jetzt sehr vereinfacht gesagt. Dann kann es funktionieren. Wenn wir aber Plantagensektoren haben wie Tee oder Zucker,
dann sind die Arbeiter, die bei den Produzenten angestellt sind, ja sozusagen nicht in diesem Ding drin bei Fairtrade, dass sie selber mit entscheiden können, was machen wir mit der Prämie oder so. Das sollen sie zwar können, aber faktisch ist, glaube ich, wir können über Kaffee gleich nochmal sprechen, aber speziell in Sektoren, die über Plantagen funktionieren, wie Zucker oder Tee oder so, funktioniert Fairtrade sehr, sehr, sehr schlecht, weil ja nicht die Arbeiter mit eingebunden sind, sondern nur die Produzenten. Das heißt, das ist nicht so in einem einfach zu bewerten. Ich würde sagen, Fairtrade erstmal auf dieser materiellen, ökonomischen Ebene kann positive Auswirkungen haben, wenn man genauer reinguckt in der Realität, aber es ist meistens sehr, sehr begrenzt. Wir haben ja schon mit ein paar romantischen Mythen hier in Deutschland gebrochen. Jetzt die Frage, wie ist es denn global? Also ich spreche von Kleinbauern versus Großplantagen, Subsistenzwirtschaft versus Weltmarkt. Vielleicht kannst du da auch ein paar Zahlen nennen. Und in Deutschland spielen WanderarbeiterInnen oder SaisonarbeiterInnen eine große Rolle. Wie ist es global? Also zunächst ist wichtig, wenn jetzt Akteure wie der Deutsche Bauernverband sagen, wir müssen mehr produzieren, weil wir müssen die Welt ernähren, dann ist es Bullshit. Ja. Das vielleicht vorneweg. Also es ist völlig klar, dass es entscheidend ist, oder um strukturell natürlich Ernährung sicherzustellen, ist es entscheidend, dass in den verschiedenen Regionen der Länder weltweit jeweils produktive Agrarstrukturen gibt. Was oft gesagt wird, ist, dass weltweit, im globalen Süden vor allem, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern die wichtigsten Akteure sind, die diese Ernährung sicherstellen. Das ist zum Teil sicher richtig. Es ist einfach von Region zu Region, würde ich sagen, ist die Landwirtschaft unterschiedlich strukturiert. Allerdings verstehen wir oft unter Kleinbäuerinnen was sehr Romantisches, eben mini-kleinen Betrieb, der kaum mehr als einen Garten oder so hat. Und das ist, glaube ich, dann so nicht richtig. Also es gibt im ländlichen Raum überall auf der Welt genauso eine soziale Differenzierung und Strukturierung im Kapitalismus, wie es in urbanen Gegenden auch der Fall ist. Das heißt, wir haben oft Betriebe, die ihrerseits wieder auf Lohnarbeit zugreifen. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO ist etwa 40% aller Menschen, die weltweit in der Landwirtschaft arbeiten, sind abhängig Beschäftigte. Die haben also selbst gar kein Land, sondern sind bei Bauern, auch oft bei Kleinbauern oder auf großen kommerziellen Betrieben angestellt. Und wie man sich vorstellen kann, im ländlichen Raum gibt es oft wenig Lohnarbeit, viele Leute, die Arbeit suchen. Und entsprechend ist die Verhandlungsposition, Verhandlungsmacht von diesen Arbeiterinnen, von den Gewerkschaften sehr, sehr schwach. Das heißt, oft sind die Löhne sehr, sehr niedrig und die Arbeitsbedingungen sehr hart. Das ist das eine. Das andere ist, dass Arbeitsrechte im ländlichen Raum eben sehr, sehr oft verletzt werden, weil zum Beispiel der Staat mit seinen Inspekteuren sehr, sehr weit weg ist. Das heißt, es gibt massiven Druck, auch oft Androhung von Gewalt, wenn man versucht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Das heißt, es hat eine sehr hohe Brisanz. Es gibt in Ländern wie Kolumbien Zahlen von Hunderten von Gewerkschaftern, die jedes Jahr umgebracht werden. Das ist die Realität. Und daher die Brisanz. Ja. Ja, dann schlagen wir vielleicht wieder den Bogen zurück in die Rosa-Luxemburg-Stiftung und sprechen über den Bereich Ernährungssouveränität. Und damit übergebe ich an dich, Massimo. Ja, hallo, nochmal willkommen auch von meiner Seite. Wir waren ja jahrelang Kollegen hier in der RLS und sind uns aber nie begegnet, was ja eigentlich erstaunlich ist, weil du arbeitest in dem Bereich Ernährungssouveränität, Landwirtschaft, in der weltweiten globalen Landwirtschaft arbeiten, habe ich gelesen, über 1 Milliarde Menschen, ist der größte Sektor. Davon die Hälfte lohnabhängig oder ein Drittel ungefähr und davon sehr viele Migranten und Migrantinnen. Ich kann es auch nochmal beziffern. Mich würde nochmal interessieren, wie ihr denn eigentlich in eurem Bereich über Migration sprecht. Welche Bedeutung hat das? Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wir haben jetzt mit der Debatte um die Situation der Saisonarbeiterinnen hier in Deutschland, wie sie ausgebeutet werden, scheint ja was auf, was gar nicht nur in Deutschland so spezifisch ist, sondern was wir im globalen Agrarkapitalismus überall sehen. Boden sozusagen als der Ort, wo gearbeitet wird in der Landwirtschaft, ist nicht mobil. Das heißt, der kann nicht global hin und her geschoben werden und so maximal kostensparend die Sachen produziert werden, sondern dann muss sich halt der Faktor Arbeit dahin bewegen, der besonders günstig ist. Das heißt, in Deutschland beispielsweise ist es so, das hatten wir schon vor Corona jetzt, dass der Bauernverband gemerkt hat, oh, die Leute in Polen, die Leute in Rumänien wollen immer weniger zu diesen Bedingungen arbeiten. Wir müssen jetzt billige Arbeitskraft aus der Ukraine bekommen.
Und der Bauernverband zur Bundesregierung hat gesagt, wir wollen Sonderabkommen mit der Ukraine, damit wir diese Leute möglichst billig ausbeuten können. Und dieser Mechanismus der Ausbeutung von migrantischer Arbeitskraft, das ist genau ja das auch, was wir in Griechenland sehen mit asiatischen Arbeitskräften, natürlich in Südspanien, Süditalien auch, aber in allen Ländern der Welt. In Südafrika beispielsweise, in den Betrieben, die ich besucht habe, wo ich Kontakte zu Gewerkschaftern habe, ist es Standard inzwischen, dass nicht mehr wie früher irgendwie 80% der Leute da fest gearbeitet haben, aus der Region, halbwegs irgendwie einen Arbeitsvertrag hatten, wobei zu Apartheidszeiten hatten sie das nicht, ja, aber die ersten Jahre danach. Also sozusagen Kern von 80% festen Angestellten gibt, wenn man so will, die auf der Farm auch leben und 20% oft migrantische Arbeitskraft kommt flexibel dazu. Das Ding hat sich genau andersrum gewendet, dass heute vielleicht der Kern noch 20% sind und 80% der Arbeitskraft ist migrantische Arbeitskraft, oft Binnenmigration aus anderen Teilen Südafrikas, simbabwische Leute, Leute aus Mosambik und so weiter. Das heißt, migrantische Arbeitskraft in der Landwirtschaft, die flexibel reagiert oder eingesetzt werden kann auf diese Saisonalität, die die Landwirtschaft hat, dass eben nur zu bestimmten Monaten im Jahr geerntet wird, das ist Standard überall auf der Welt, in den USA, in Brasilien, in Ostafrika, genauso wie in Asien. Nun habe ich aber manchmal das Gefühl, auch in dem Sprechen, auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wenn über globale soziale Gerechtigkeit geredet wird, dass eigentlich über Migration immer auch als Problem gesprochen wird. Und das hat auch eine lange Tradition. Das ist ja auch in Europa jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg so gewesen. Die Leute sind natürlich in andere Länder gegangen, weil da mehr Arbeit war und haben dann zu schlechten Bedingungen gearbeitet. Und jetzt nur die Frage, was ist das Problem, dass die Leute gekommen sind oder die schlechten Arbeitsbedingungen? Und das vermischt sich ja und es geht quer. Und auch gerade jetzt zu Zeiten von Corona hatten wir jetzt auch schon öfter mal das Gefühl, dass es eine nationale Aufladung gibt. Also zum Beispiel, als jetzt hieß, es kommen die 80.000 Saisonarbeiter hier nach Deutschland, habe ich mich erstmal gefreut, weil ich wusste, dass dann deren Familie auch was zu essen haben und die einen Job haben. Gleichzeitig werden sie ausgebeutet, das hast du ja eben beschrieben. Wie siehst du das? Also wie ist dieses Verhältnis? Also siehst du auch eine nationale Aufladung da drin in diesem Sprechen von, dass eigentlich eine gerechte Welt eigentlich auch eine wäre, in der weniger Migration stattfinden würde? Ja, ich glaube, dass diese Seite der Migrationsregime, die sozusagen auf Ausbeutung setzt. Also wenn man von Festung Europa spricht, dann muss man ja ignorieren, dass die Kerngemüseproduktion in Europa über Migration nur funktioniert. Sozusagen, dass dieses Unsichtbarbleiben ein ganz zentrales Problem ist. Und absurderweise, das überrascht mich jetzt bei der Debatte um Saisonarbeit hier in Deutschland, warum ist es so undenkbar zu sagen, okay, wir leben hier in einer kapitalistischen Marktwirtschaft, wir leben auf einem Arbeitsmarkt. Das heißt, wenn das Angebot an Arbeit erstmal geringer ist, dann muss natürlich der Preis für die Arbeit erhöht werden. Das heißt, die Löhne müssen steigen. Wenn die Landwirtschaft so sehr in der Krise ist, mit Dürre auch noch, dass Betriebe meinen, sie können nicht mehr als den Mindestlohn zahlen, dann könnte in dieser speziellen Situation auch der Bund einspringen, der gerade überall einspringt. Also sozusagen nach der marktwirtschaftlichen Logik wäre es ganz klar, dann muss halt die Arbeit besser bezahlt werden und die wird sowohl von migrantischen Arbeitskräften gemacht, als auch von Leuten in Deutschland, die sagen, okay, das ist jetzt ein Lohn, zu dem mache ich das. Aber diese Debatte gibt es nirgendwo, sondern man behält krampfhaft diese Strukturen bei, dass diese Kernarbeit der Ernährung von Deutschen hier überhaupt nicht gemacht werden kann. Aber siehst du nicht auch, dass es eine Empörung gibt, eigentlich, dass die Leute jetzt gekommen sind, dass das die Empörung und es nicht die Empörung darüber gibt, wie schlecht sie bezahlt werden? Ich nehme sehr stark wahr, vielleicht auch in den Kreisen, in denen ich mich bewege, eher, dass diese krasse, systematische Isoliert halten der Arbeitskräfte. Also vorher wurden sie schon isoliert gehalten, aber beispielsweise konnte die Gewerkschaft immer noch auf die Betriebe gehen und die Leute informieren. Was jetzt läuft, ist eine konzertierte Aktion von Bauernverband und Bundespolizei, die diese Flüge organisieren, chartern. Die Leute landen am Rollfeld am Flughafen und werden vom Rollfeld direkt sozusagen in den Betrieb gefahren. Das heißt, diese Isolation wird nochmal verstärkt. Dass das akzeptiert wird als Normalität, als sozusagen Baustein in dem Ernährungssystem, was wir halt hier in Deutschland haben, das finde ich den eigentlichen Skandal.
Ich würde nochmal zu dem Begriff der Ernährungssouveränität zurückkommen. Das ist ja ein zentraler Begriff. So war ja auch deine Arbeitsbeschreibung. Mit unserem Freund Karl Schmidt kann man ja sagen, souverän ist der, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Und man kann ja, wenn man sich die Lieferketten anguckt, in der globalen Lebensmittelproduktion kann man ja sagen, das ist ein einziger Ausnahmezustand. Also ökologische Katastrophen, Menschenrechtsverletzungen, es wird die ganze Zeit Rechtsstandards außer Kraft gesetzt. Das ist die Macht der Konzerne, auch die Macht der reichen Länder. Also das ist der Ausnahmezustand, der hier eigentlich unsere Ernährung ja souverän macht. Das, wir sind souverän da drin, unsere Supermärkte sind voll mit allen Kram, den man sich denken kann. Und nun gibt es die Forderung, Ernährungssouveränität zurückzugewinnen. Kannst du was dazu sagen? Es sind ja zwei verschiedene Konzepte von Souveränität. Das stimmt. Also das Konzept Ernährungssouveränität wurde eigentlich populär in den 90er Jahren, gepusht sehr stark von der Bauernbewegung Via Campesina, in Reaktion eigentlich auf die Gründung der WTO. Das heißt, das war ein Versuch mit einem popularen Projekt, dem globalen Agrarkapitalismus was entgegenzusetzen, der sich immer weiter liberalisiert hat ab den 90ern. Das heißt, Souveränität wurde sehr, sehr breit gefasst, würde ich sagen. Es geht darum, dass sowohl die eigentlichen Produzentinnen als auch Konsumentinnen Einfluss darauf nehmen können, wie ihr Ernährungssystem aussieht. Und das bedeutet vor allem, sozusagen die soziale Distanz entlang der globalen Lieferkette zu verringern. Das heißt, Produzenten, Konsumenten näher zusammenzuführen, eine Wahlfreiheit zu organisieren, jenseits von Konzernmonopolen. Das ist so das relativ breite Konzept von Ernährungssouveränität. Und ich glaube, man kann natürlich sagen, wir sind hier ernährungssouverän in dem Sinne, dass wir die große Palette an Produkten jetzt in unserem Supermarkt nebendran haben. Wir haben aber eben keinerlei Einfluss darauf und auch sehr, sehr wenig Informationen darüber, sozusagen wo und wie die produziert werden und unter welchen Bedingungen. Das heißt, eine stabile Grundversorgung sicherzustellen, das ist damit nicht gemeint, sondern Ernährungssouveränität geht natürlich weit darüber hinaus. Es geht um eine Repolitisierung sozusagen dieser Ausbeutungsverhältnisse entlang den Lieferketten. Und ganz konkret wart ihr auch daran am Arbeiten, ein Lieferkettengesetz zu etablieren. Das ist jetzt nun auch, surprise, wegen Corona auf Eis gelegt worden. Kannst du nochmal dazu was sagen? Ein Lieferkettengesetz wird inzwischen von vielen Akteuren gefordert. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir da ganz an der Spitze waren. Ein Lieferkettengesetz wäre ein allererster Baustein, glaube ich, anzufangen, globale Lieferketten besser politisch zu regulieren. Das heißt, so ein Lieferkettengesetz, wie es gerade diskutiert wird, wie eigentlich darauf warten wir seit längerer Zeit, auch im Kabinett zwei Minister einen Entwurf vorlegen sollten, hätte zunächst einfach nur den Anspruch zu sagen, wenn innerhalb einer Zulieferkette von einem Konzern wie, sagen wir, Rewe, in der Zulieferkette massive Menschenrechtsverletzungen passieren, dann hat Rewe die Verantwortung, sozusagen das mit zu verhindern, hat sozusagen so eine indirekte Pflicht, auf menschenrechtlicher Basis oder menschenrechtliche Standards sicherzustellen. Das wäre noch nicht, glaube ich, die Lösung aller Probleme. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger erster Baustein, um zu sagen, okay, die gröbsten Fälle von Ausbeutung, von Menschenrechtsverletzungen müssen unbedingt verhindert werden. Aber das alleine würde nicht reichen, um Lieferketten, globale Lieferketten umzubauen. Also nochmal meine Frage, wer wäre denn souverän in dem Konzept der Ernährungssouveränität? Sind das dann einzelne Staaten oder sind das dann einzelne Verbände? Wie muss man sich das vorstellen? Also ist es national gedacht oder ist es nochmal ein transnationaler gedacht in einem solidarischen Moment? Ich würde sagen, es fing an mit diesen, also es fing an, Ernährungssouveränität als Konzept, als Gegenkonzept zum Multilateralismus der WTO, der vor allem kleinen Staaten im internationalen Handelsregime sehr wenig Politikspielräume mehr bietet. So fing das an. Wie aber diese Ernährungssouveränitätsbewegung seit den 1990er Jahren sich erweitert hat, neue Konzepte aufgenommen hat, sich entwickelt hat, ging es mehr und mehr dahin, dass es eigentlich von diesem klassischen Souveränitätsbegriff des Nationalstaats gelöst wurde, ein
offener Souveränitätsbegriff entwickelt wurde, der, ja, ich würde sagen, so ein populares Projekt ist. Das heißt, es gibt sozusagen so ein allgemeines Leitbild davon, dass man insbesondere dagegen richtet, dass sich meistens gegen Konzerne, gegen Konzernmonopole vorgehen will. Und eine vielfältige, diversifizierte Landwirtschaft und Ernährungssystem pushen will. Genau, insofern glaube ich, lässt sich da die Souveränität gar nicht mehr so eng fixieren. Es ist aber wichtig, glaube ich, bei diesem Konzept, und das gibt es dann manchmal, trotzdem nicht in zu einfache Kategorien zu verfallen. Das heißt, Ernährungssouveränität wird oft mit wiederum kleinbäuerliche Landwirtschaft gleichgesetzt. Und ich finde es ganz wichtig, natürlich die bestehenden Klassenstrukturen, Sozialstrukturen, die es in der Landwirtschaft gibt, ernst zu nehmen. Also beispielsweise Arbeitsrechte, die Akteure, Landarbeiterinnen, Gewerkschaften sozusagen mit reinzuholen in diese Bündnisse. Und das ist bisher noch ein Schwachpunkt. Und inwiefern, würde mich noch interessieren, spielen da feministische Momente eine Rolle in dieser ganzen Debatte um Ernährungssouveränität, in den Kämpfen? Jetzt bei La Via Campesina zum Beispiel oder auch bei anderen? Die spielen eine ganz zentrale Rolle. Es ist völlig klar, dass Ernährungssouveränität eine Demokratisierung des Ernährungssystems in jeder Hinsicht bedeuten. Und deswegen setzen sich beispielsweise Via Campesina auch sehr kritisch, selbstkritisch auch Mitglieder mit patriarchalen Strukturen beispielsweise im ländlichen Raum auseinander. Und vielleicht nochmal zum Schluss. Es jährt sich ja gerade vor ein paar Tagen zum 7. Mal die Katastrophe vom Rana Plaza in Bangladesch, wo die Fabrik zusammengebrochen ist und sehr viele Menschen gestorben sind, Näherinnen vor allen Dingen, und tausende von Familien eigentlich erwerbslos geworden sind, verarmt sind. Jetzt gerade zu Zeiten von Corona sind ja diese Lieferketten auch unterbrochen. Es steht still der Kapitalismus irgendwie, und es wird ja teilweise auch so wahrgenommen, jetzt auch in linken Debatten, dass es irgendwie auch eine Chance bedeutet. Aber gleichzeitig gibt es natürlich jetzt 100.000 Millionen von Familien, die eigentlich erwerbslos geworden sind. Eben die Fabriken stehen wieder leer, ja. Dieselben. Ist wieder derselbe Zusammenbruch, könnte man sagen, auf einer anderen Ebene. Inwieweit siehst du darin jetzt eine Chance des Umdenkens, eine Chance für eine sozial-ökologische Transformation? Oder inwieweit ist das einfach nur eine weitere Katastrophe in der Katastrophe? Es ist beides gleichzeitig. Ich glaube, es ist eine Katastrophe in der Katastrophe. Was sich beispielsweise im ländlichen Raum zeigt, ist, dass es einfach keine Form der sozialen Sicherung gibt. Also dass dieses globale Agrarprekariat, wenn man so will, die normalerweise flexibel als Saisonarbeiter agieren müssen, wenn da die Produktion ausfällt von heute auf morgen, ist kein Sicherheitsnetz da. Das heißt, die unmittelbare Auswirkung, und das sehen wir jetzt schon in vielen, vielen Ländern weltweit, ist gerade wirklich eine deutlich zunehmende Gefahr des Hungers und der massiven Verarmung. Das ist einerseits da. Das ist eine Krise, die bisher noch keiner ganz überblicken kann. Das einerseits. Und andererseits würde ich dir recht geben, was wir sehen, ist, wie fragil die Organisation über globale Lieferketten zum Teil funktioniert. Das heißt, es ist ein sehr, sehr starkes Argument, das jetzt auch im Mainstream, glaube ich, ankommt, zu sagen, wir brauchen eine viel, viel stärkere Regionalisierung der Strukturen. Und dann ist natürlich entscheidend, wie die organisiert wird. Wenn es über eine Wirtschaftspolitik auch läuft, die sicherstellt, dass Wertschöpfung regional stärker geschaffen wird, dass Lieferketten zum Teil verkürzt werden, dann hat das eine Riesenchance, sowohl ökologisch als auch sozial, auch sozusagen Regionen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Genau, also entscheidend ist, glaube ich, wie das ausgestaltet werden wird. Diese Chance sehe ich schon. Siehst du gerade Anzeichen jetzt in Afrika zum Beispiel oder in Asien, dass da Gewerkschaften und NGOs jetzt sagen, jetzt ist die Chance da, jetzt ist es eh unterbrochen, wir stehen hier eigentlich auch vor eben dieser Katastrophe und jetzt müssten wir eigentlich diese Forderung nach vorne bringen? Das gibt es zum Teil, ja. Es gibt in manchen Ländern wie Brasilien beispielsweise zivilgesellschaftlich gar nicht nur NGOs, auch beispielsweise die Landarbeiterinnenbewegung, MST, Bündnisse, die ganz konkrete Forderungen jetzt an die Regierung stellen, zu sagen, wir brauchen jetzt eine Verstärkung des bestehenden zum Beispiel Schulspeisungsprogramms. Wir müssen die Ernährung sichern von Kindern, und dieses Schulspeisungsprogramm wiederum muss aus der lokalen, aus der regionalen Landwirtschaft sozusagen organisiert werden. Das heißt, es gibt diese Versuche durchaus in einigen Ländern, jetzt Alternativen stark zu machen, die einfach die richtige Antwort sind. Aber ganz zugleich
das beobachte ich jetzt in Südafrika, kriege ich das sehr stark mit, wo ich die letzten Jahre gelebt habe, ist von Organisationen wie Gewerkschaften, progressiven NGOs der tägliche Kampf einfach auch nur bei sich vor Ort irgendwie Nahrungsmittelsicherheit zu unterstützen, zu organisieren. Also das beides läuft nebeneinander her. Dann sage ich auch schon mal von meinem Namen vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Ja, vielen Dank, Ben. Ja, danke euch. Ja, Massimo, Migration, ja, das bedeutet Ausbeutung, aber Migration, das bedeutet auch Klassenkampf. Wie sehen die Widerstände der Arbeiterinnen und Arbeiter konkret aus? Darüber haben wir mit Flavia und Katalin aus Österreich gesprochen. Hallo Flavia, hallo Katalin. Beginnen wir doch einfach mit der Vorstellungsrunde. Wer seid ihr und wo seid ihr organisiert? Flavia, fang du doch an. Ja, hallo. Ich heiße Flavia und ich engagiere mich ehrenamtlich für die Gruppe Drept pentru Îngrijire. Das ist ein rumänischer Name. Auf Deutsch heißt das ungefähr Gerechtigkeit für Pflege und Personenbetreuung. Und wir sind eine selbstorganisierte Gruppe aus rumänischen 24-Stunden-Personenbetreuer und Betreuerinnen und Aktivistinnen, die in Österreich wohnen oder arbeiten. Und wir stehen einfach für, oder wir setzen uns für bessere Arbeitsbedingungen in dieser Branche an. Okay. Und Katalin, wer bist du? Hallo, ich bin Katalin Eldödi. Und ich bin Aktivistin bei der Saisonäri-Kampagne für die Rechte von Erntehelferinnen in Österreich. Und wir versuchen einerseits, die Menschen auf den Feldern über ihre Arbeitsrechte aufzuklären und auch sie bei den Arbeitskämpfen zu unterstützen. Und sehr wichtig ist, dass die Kampagne ist nicht nur eine Aktivistinnenkampagne, sondern wir organisieren uns in enger Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft ProG, Produktionsgewerkschaft, die für den Bereich der Landwirtschaft in Österreich zuständig sind. Bleiben wir doch direkt mal bei den ErntehelferInnen. In Deutschland ist tatsächlich eine sehr, sehr große Zahl an ErntehelferInnen migrantisch. Wie ist es in Österreich? Also in Österreich ist es auch sehr ähnlich. Also wir würden fast sagen, basierend auf den Erfahrungen der Feldaktionen, die wir machen, wo wir wirklich direkt auf die Felder gehen, um mit den Arbeiterinnen uns zu treffen. Also wir treffen fast nur migrantische Arbeitskräfte und vor allem Arbeitskräfte, die entweder Tages- oder Grenzenpendlerinnen sind, also aus den Nachbarländern Österreichs, oder die für längere Zeiträume aber nur saisonell nach Österreich kommen. Und das hat natürlich auch als Konsequenz, dass die Arbeiterinnen also sehr unterschiedliche Sprachen sprechen. Also nur wenn wir dann gleich über die Möglichkeiten der Selbstorganisierung nachdenken. Also es ist ein Bereich, wo Mehrsprachigkeit eine große Herausforderung ist. Und deshalb ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, dass die Saisonäri-Kampagne, also innerhalb der Kampagne arbeiten viele Aktivistinnen wie ich und auch wie Flavia, die aus der Herkunftsländer von den Arbeiterinnen kommen. Also ich komme aus Ungarn und Flavia aus Rumänien. Das ist auch sehr wichtig wegen den Sprachkenntnissen. Und könntest du mal ein Beispiel nennen von einem aktuellen Kampf, den ihr geführt habt, ganz konkret? Also ganz konkret jetzt geht es natürlich um die Situation rund um die Corona-Krise, wo auch wie in Deutschland in Österreich eine große Arbeitskraftmangel gibt in dem Bereich der Landwirtschaft. Und die Landwirtinnen versuchen natürlich also ziemlich verzweifelt Arbeitskräfte ins Land zu holen. Also das geht über Charterflüge bis auf Sonderregelungen für die Grenzpendlerinnen. Und in dieser Situation ist natürlich vermehrt für uns eine Herausforderung, dass die Arbeiterinnen noch isolierter arbeiten als sonst und dass wir auch keine Feldaktionen zum Beispiel in diesen Zeiten von Lockdown machen können. Also wir können auch, also es ist viel schwieriger für uns, mit Arbeiterinnen Kontakte aufzunehmen, um sie über ihre Arbeitsrechte zu informieren. Und es geht natürlich auch um Kämpfe für Sonderzahlungen und so weiter, jetzt mit Blick auf die Krise. Aber soweit
sind wir noch nicht. Das wäre, glaube ich, eine Wunschvorstellung, dass wir halt Infektionszuschlag und so weiter erkämpfen können, zusammen mit der Gewerkschaft. Davon ist noch nicht die Rede. Also, mich würde da nochmal interessieren, jetzt, wie das in Österreich eigentlich gesprochen wird. In Deutschland gab es jetzt irgendwie eine große Empörung, jetzt sind die Grenzen zu wegen Corona und jetzt kommen plötzlich 80.000 Arbeitskräfte für die Landwirtschaft. Da gab es eine Empörung, warum dürfen die jetzt reinkommen? Gleichzeitig kann man ja sagen, man ist froh, dass die kommen konnten, damit sie eben arbeiten können, was verdienen können. Gleichzeitig sind die Bedingungen natürlich viel schlechter jetzt unter Corona, unter diesen Bedingungen der Isolation und eben auch die Organisierung schwieriger. Wie wird das in Österreich gesprochen? Also diese Schließung der Grenzen, jetzt kommen trotzdem Saisonarbeiter. Seht ihr da Rassismus oder wie ist das dort? Also in Österreich sind seit der Anfang der Krise verschiedene Sachen passiert. Vielleicht versuche ich sie kurz zusammenzufassen. Also einerseits als Antwort auf die Arbeitskraftmangel haben also verschiedene Ministerien und auch die Landwirtschaftskammer eine Plattform, eine Online-Plattform gegründet, lebensmittelhelfer.at, und sie haben versucht, Inland Arbeitskräfte zu erwerben für die Erntearbeit. Das hat aber ziemlich gescheitert, weil natürlich viele Menschen sich sozusagen, also auch weil es so genannt wurde, Lebensmittelhelfer, also sie haben sehr stark auf eine Art von nationalen Schulterschluss und Solidarität appelliert mit den Bauern und Bäuerinnen und halt zur Hilfe bei der Erntearbeit aufgerufen. Aber es ist natürlich, das macht ein bisschen falsches Bild von dieser Arbeit, was sehr harte physische und eine Arbeit ist, die man nicht Teilzeit erledigen kann. Also die Erfahrungen waren, dass bei dem Lebensmittelhelfer.at haben sich viele Menschen für Teilzeitarbeit angemeldet, was natürlich keine Lösung auf den tatsächlichen Arbeitskraftmangel war. Das wurde auch erkannt und dadurch hat sich auch die Diskussion darüber verstärkt, wie Erntearbeiterinnen gesondert ins Land geholt werden könnten. Also es gab auch bereits Charterflüge, die vor allem von Bauern und Bäuerinnen zum Beispiel im Tirol organisiert wurden, wo sie halt ihre Stammarbeiterinnen ins Land geholt haben. Also natürlich dort, wo schon Vernetzung und Netzwerke existieren. Aber gleichzeitig wurden auch gleich ziemliche Schieflagen aufgedeckt. Also einerseits in Tirol hatte eine Arbeitskraftvermittlungsfirma, einen Moment, ich schaue ganz genau nach, wie das heißt, also Arbeitskräfteüberlasser im Tourismus, die IMU 24, hat angeboten, Erntearbeiterinnen in die Landwirtschaft zu vermitteln, aber ohne die Bedingungen, also die Arbeitsbedingungen der Kollektivverträge zu respektieren, weil in dem Bereich in Österreich gelten Kollektivverträge, also für die Saisonarbeit in der Landwirtschaft. Also das war eine Schieflage, die aufgedeckt wurde und auch medial besprochen wurde. Wir hören immer wieder von Vermittlungsfirmen, die mit dieser Situation also ausbeuterisch umgehen. Also vor allem auch mit dem Not der Arbeiterinnen, die natürlich, also du hast auch schon erwähnt, um Geld zu verdienen, auch gerne nach Österreich kommen würden, aber gleichzeitig sollte das nicht zu einer Ausbeutungssituation führen. Und es gab auch einen Fall in Oberösterreich, in Linz-Umgebung, wo ein Landwirt seine Erntearbeiterinnen eingesperrt hat in ihrer Unterkunft, um zu vermeiden, dass sie sich mit dem Coronavirus anstecken. Also das wird jetzt auch untersucht. Es gibt den Verdacht, dass sie eingesperrt wurden. Also das zeigt, glaube ich, schon jetzt ziemlich gut, dass natürlich gibt es in dieser Situation eine größere Aufmerksamkeit für die notwendige Arbeit, die Erntearbeiterinnen in Österreich leisten. Gleichzeitig, also ich glaube, das ist ähnlich wie bei den 24-Stunden-Pflegerinnen,
heißt das noch lange nicht, dass diese Arbeit auch dementsprechend wertgeschätzt wird und dass nicht in diese Krisensituationen auch, also dass es nicht Ausbeutung passiert. Auch hier in Deutschland hat Corona gezeigt, wie prekär tatsächlich das Arbeitsverhältnis von migrantischen LandarbeiterInnen ist, von SaisonarbeiterInnen. Auch in Deutschland hat sich der Bauernverband sehr stark für diese Charterflüge eingesetzt. Und nochmal meine Frage an dich, wie sind die gesundheitlichen Bedingungen von diesen ArbeiterInnen? Hast du da auch persönlich jetzt Erfahrungen gemacht? Also das ist, glaube ich, ein großes Problem. Aber es ist auch schwer einzuschätzen, wie damit umgegangen wird, weil es gibt, also wir haben zurzeit keinen direkten Zugang zu den Betrieben. Also wir haben Informationen auch entweder indirekt oder halt von Arbeiterinnen, die in den Betrieben arbeiten. Aber es sind auch sehr viele verschiedene Betriebe. Also man kann dort, man kann in diesem Fall wahrscheinlich auch kein Pauschalaussage treffen. Aber dass es ein Problem ist und jeden Fall eine Herausforderung, das ist sicherlich so. Und die Gewerkschaft und unsere Kampagne ruft auch auf, einfach alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen in dieser Situation zu berücksichtigen. Dann würde ich auch nochmal einhaken wollen, weil das ist irgendwie spannend. Ihr sagt ja, das hat gestern auch Benjamin Luig gesagt, jetzt zur Zeit in Corona ist die Arbeit halt viel schwieriger. Man kann nicht mehr auf die Felder, nicht mehr mit den Leuten direkt reden oder nicht mehr so einfach. Gleichzeitig hast du eben gesagt, und es gibt jetzt eine größere Aufmerksamkeit für das Thema. Ich glaube, auch in Deutschland haben zum ersten Mal Leute überhaupt verstanden, was es eigentlich bedeutet hier, die Landwirtschaft, wie die eigentlich funktioniert, wie die organisiert ist, auf welche Ausbeutung auch und wie sehr sie eben auch transnational sowieso organisiert ist. Also es gibt eine höhere Aufmerksamkeit, es gibt Kämpfe sowieso schon seit Jahren von Geflüchteten in Spanien, auf den Plantagen in Italien. Ihr macht eure Arbeit. Jetzt gibt es eine Aufmerksamkeit dafür. Hat das was verändert an eurer Strategie? Tut ihr euch jetzt europäisch zusammen? Also seht ihr darin auch eine Chance oder gibt es da einen anderen Umgang mit? Das würde mich nochmal interessieren. Oder sagt ihr, wir stehen hier mit dem Rücken zur Wand und es ist alles nur noch viel schwieriger geworden? Also ich glaube, zurzeit mit der Kampagne versuchen wir eher lokal zu agieren, also auch mit der Gewerkschaft einfach diese Schieflagen aufzudecken und zu thematisieren und da Stellung zu nehmen. Also ich glaube, wir hatten noch keine Kapazität, das in einer transnationalen Zusammenarbeit zu thematisieren, weil ich glaube, dafür sind ja nicht alle Initiativen wirklich mit den lokalen Notsituationen beschäftigt. Und also in der Erntearbeit hat bis jetzt Streich als Strategie eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also genau deshalb, weil auch die Arbeit sehr zeitgebunden ist. Und also es gibt halt bestimmte Erntezeiten, in der natürlich die Arbeiterinnen die Möglichkeit haben, wenn sie sich organisieren an den Betrieben, einfach Druck auf die Arbeitgeberinnen auszuüben. Und das hat in den letzten Jahren öfters sich bewährt als Strategie, die auch tatsächlich zu Verbesserungen geführt hat in den jeweiligen Betrieben. Das ist natürlich leider nicht flächendeckend, aber mindestens in den Betrieben. Okay, vielen Dank. Soweit vielleicht erstmal zu den ErntehelferInnen und den Praxen der Ausbeutung, aber auch des Widerstands in dem Bereich. Hier in Deutschland ist das Motto, was so propagiert wird, ja Social Distancing. Aber vielleicht jetzt zu einem Bereich, in dem soziale Wärme, Berührungen, Care-Arbeit eben wichtig sind, zu der 24-Stunden-Personenbetreuung und damit zu dir, Flavia. Wie sieht denn deine Arbeit konkret aus? Ja, zuerst würde ich gerne die PersonenbetreuerInnen beschreiben, sodass wir verstehen, worüber wir reden. Also die 24-Stunden-Personenbetreuer und BetreuerInnen, eigentlich die meisten sind Frauen davon, die kommen aus Ländern wie Rumänien, Slowakei, Polen, Bulgarien oder Ungarn, also hauptsächlich osteuropäische Länder. Sie kommen für 2, 3 oder 4 Wochen am Stück aus ihren Ländern und sind in dieser Zeit tatsächlich 24 Stunden am Tag für die Klienten und Klientinnen da, 7 Tage die Woche. Ja. Sie machen eine Arbeit, die kaum jemand machen will
und sie werden dafür extrem schlecht bezahlt. Also sie verdienen zwischen 40 und 80 Euro netto pro Tag, also wirklich pro Tag, nicht pro Stunde. Und das heißt, dass viele Betreuer und Betreuerinnen verdienen also netto kaum mehr als 2 Euro pro Stunde. Also es ist, wie wir von Katalin gehört haben, ähnlich wie in der Saisonarbeit-Szene. Es ist eine prekäre Arbeit, die hauptsächlich von Migranten und Migrantinnen gemacht ist. Die Personenbetreuer und Betreuerinnen müssen als selbstständige Einpersonenunternehmen in Österreich arbeiten. Also die sind wirklich Einpersonenunternehmen, nicht angestellt. Also das heißt aber, dass in Wirklichkeit das ist in Wirklichkeit eine Scheinselbstständigkeit. In der Realität sind sie eigentlich völlig abhängig von den Vermittlungsfirmen und von den Transportfirmen. Die Betreuer und Betreuerinnen werden theoretisch von der Wirtschaftskammer WKO vertreten, aber die Wirtschaftskammer vertritt auch alle anderen Unternehmen, wie zum Beispiel die Vermittlungsagenturen. Also wenn es Konflikten zwischen den Personenbetreuer und Betreuerinnen und Vermittlungsagenturen gibt, wie es häufig passiert in dieser Branche, das ist eigentlich die Standardsituation, entsteht ein offensichtlicher Interessenkonflikt. Und dadurch, dass die Betreuerinnen als Einpersonenunternehmen arbeiten, haben sie keinen Zugang zur Interessenvertretung durch Gewerkschaften oder Kampagnen wie die Saisonieri-Kampagne oder durch die Arbeiterkammer. Also die sind völlig zu diesen ausbeuterischen Situationen exponiert und haben einfach gar keine Beratungsstelle oder ja Interessenvertretung für sie. Sie kriegen auch sie haben auch keine Absicherung, wie zum Beispiel das Arbeitslosengeld. Also die sind wirklich zu allen Risiken exponiert. Wie gelingt es euch trotzdem in dieser Situation? Es wird ja häufig auch in dieser Care-Arbeit gesprochen von moderner Sklavenarbeit. Die Leute sind die ganze Zeit zu Hause, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wie kann es da gelingen, sich zu organisieren, sich zu wehren? Naja, natürlich sehr schwer. Also dadurch, dass diese Arbeit auch so einsam und isoliert ist, also jede Betreuerin arbeitet in irgendwelchem Dorf in Österreich oder kleine Stadt, die sind überall so verteilt. Es ist natürlich sehr, 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 sehr schwierig für uns, uns politisch zu organisieren. Also die ganze Solidarisierung findet online statt. Es gibt unterschiedliche Facebook-Gruppen und Chats, die wir so als Solidarisierungswerkzeuge benutzen. Und ja, so ist auch auch unsere Gruppe entstanden, aus dieser Online-Community sozusagen. Und was habt ihr so konkret für widerständige Praxen? Also so das Klassische, was man so kennt, ist ein Streik. Aber jetzt gerade in Zeiten, wo alles noch mehr digital werden muss und gerade weil ihr ja auch aus der Online-Organisierung scheinbar kommt, was sind da eure digitalen Streiks? Ja, also wir machen nicht nur digitale Aktionen, sondern auch so standardaktivistische Initiativen. Also zum Beispiel die Personenbetreuerinnen aus unserer Gruppen haben bei dem 8. März Frauenkampftag teilgenommen. Eine Personenbetreuerin hat eine Rede dort gehalten und hat unsere Forderungen gelesen. Und was wir online versuchen zu machen, ist einfach die Betreuer und Betreuerinnen über ihre Rechte zu informieren, weil viele wegen eben dieser Sprachbarriere nicht mal ihre Rechte kennen oder nicht mal das Arbeitssystem verstehen. Viele glauben, dass sie eigentlich angestellt sind. Sie reden über die Vermittlungsfirmen als Chef oder Chefin. Also so ist das Vokabel in der Branche. Also nicht mal dieses so grundsätzliches Verständnis haben viele nicht. Und das versuchen wir eben zu lösen, also durch diese Online-Arbeit. Eine andere Sache, die wir machen, ist die politische Arbeit. Also wir machen sehr viel politisches Lobby und
Petitionen und wir haben ein Manifest geschrieben und wir sind ständig in Kontakt mit politischen Gruppen und NGOs und alle möglichen Unterstützer und Unterstützerinnen, um eben die Arbeitsbedingungen in dieser Branche zu ändern und zu verbessern. Was ist denn die Hauptforderung eures Manifests, ganz kurz vielleicht? Ja, also wie soll ich sagen, unsere Vision ist folgende. Wir finden, dass die Personenbetreuer und Betreuerinnen angestellt werden sollten. Und dafür ist eine Pflegenreform dringend nötig. Also wir finden, dass nur durch eine Form von Anstellung werden diese Betreuer und Betreuerinnen vor Ausbeutung geschützt. Ohne eine Interessenvertretung und ohne diese strukturelle Institutionen gibt es einfach keine Chance, dass sie nicht mehr so stark ausgebeutet werden wie heute. Aber so auch einzelne Punkte fordern wir, wie zum Beispiel die viele Konflikte mit den Vermittlungsfirmen müssen strukturell gelöst werden. Also das heißt, die missbräuchlichen Arbeitsverträge müssen weg. Also alle Arbeitsverträge müssen in Bankensprachen formuliert werden, mit ganz klaren Klauseln, mit allen Details von den pflegenden Personen, ganz klare Zeitrahmen und so weiter. Die Höhe Provisionen, die jetzt gezwungen werden, müssen auch geregelt werden. Also die Frauen zahlen jetzt so von 5 € pro Tag bis zu 500 € pro Monat Provision an die Vermittlungsfirmen, was eigentlich absurd ist. Wir setzen uns auch ganz klar gegen den Inkasso-Vollmasken ein. Also die sind Vollmachten, die volle Kontrolle der Vermittlungsagenturen über die Gewerbe der Betreuer und Betreuerinnen sichern. Und da werden auch sehr viele ausbeuterische Sachen gesichert. Und generell die fehlende Transparenz in dieser Branche, das ist auch ein Punkt, den wir ständig kritisieren. Also wir brauchen viel mehr Kontrolle in dieser Branche und einfach Transparenz und klare Regeln. Okay, danke. Wir würden gerne noch mal eine Frage auch zu Corona stellen. Also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Hier ist es so, vor allem auch in Berlin. Es gibt jetzt hier in jedem Stadtteil so Chatgruppen und Gruppen, die sich gegründet haben, die Nachbarschaftshilfe anbieten. Alle schützen richtigerweise natürlich jetzt die Risikogruppen, von denen sehr viele alt sind, die eben Pflege brauchen. Man kauft plötzlich ein für die Nachbarn, für die Nachbarin. Man ist völlig begeistert von sich selber, dass man jetzt irgendwie den Leuten, die Hilfe brauchen, eigentlich jetzt hilft. Und das ist aber natürlich genau diese Art von Care-Arbeit, die natürlich unter diesen sehr rassistischen und sexistischen Bedingungen ja ansonsten organisiert wird, die du jetzt auch gerade beschrieben hast. Also da geht ja jetzt gerade einiges durcheinander, die Grenzen sind zu. Gleichzeitig gibt es jetzt diese Aufwertung der Care-Arbeit als Nachbarschaftssolidarität in Zeiten von Corona und gleichzeitig dieses System, wie ihr das beschreibt. Also wie agiert ihr in diesem komischen Gemengelage, was ja völlig durcheinander geht? Ich möchte zuerst etwas ganz klar betonen. Ich möchte nicht diese Arbeit romantisieren. Also das ist ganz, das ist gar keine einfache Arbeit. Das ist eine Arbeit, die sehr anstrengend ist, sowohl körperlich als auch psychisch und emotional. Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Betreuer und Betreuerinnen wirklich 24 Stunden am Tag mit einer Person in demselben Haus sind. Meistens hat die betreute Person Demenz in einem gewissen Grad oder so ähnliche Krankheiten. Also das ist wirklich keine leichte Arbeit. Zu der Pandemie. Ja, obwohl wir jetzt alle sehen, wie wichtig die 24-Stunden-Betreuung für unsere Gesellschaft ist, werden in dieser Krise die Bedingungen schlechter statt besser. In Österreich wird ständig über die Pflegekrise während der Pandemie geredet. Es gibt sehr hohen Bedarf nach Personenbetreuerinnen.
Also die Grenzsperren haben dazu geführt, dass einige Betreuer und Betreuerinnen in Österreich hängen geblieben sind und in ihre Turnusse verlängern mussten. Sie arbeiten schon seit über 8 Wochen. Und sie sind körperlich und psychisch erschöpft und machen sich immer mehr Sorgen um ihre Familien in Rumänien, wo die Corona-Krise auch ständig wächst. Viele Vermittlungsfirmen üben gerade enormen Druck auf PersonenbetreuerInnen aus, länger in Österreich zu bleiben, obwohl diese das oft nicht wollen. Also die meisten wollen eigentlich zurück zu ihren Familien fahren. Und einige Betreuer und Betreuerinnen sind wiederum in Rumänien hängen geblieben und haben derzeit kein Einkommen mehr. Also ihre Existenz ist gefährdet, weil sie nicht zum Arbeiten nach Österreich kommen können wegen der Grenzsperren. Vielen Dank, Flavia. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde und somit beim Ende des Interviews angelangt. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Wir dachten uns, am Ende fragen wir euch nochmal beide, wenn ihr in Bezug auf euren Arbeitsbereich einen Wunsch frei hättet, eine Forderung, die umgesetzt werden kann, welche wäre das? Also im Bereich der Erntehelferinnen, also sicherlich wäre eine Forderung, also einfach die Lohnerhöhung, also dass alle Kollektivverträge in alle Bundesländern mindestens einen Bruttolohn von 1.700 Euro für die Arbeiterinnen garantieren. Also das wäre, glaube ich, für nächstes Jahr das Minimum, was für diese notwendige Arbeit bezahlt werden sollte. Und natürlich das Einhalten von alle Regelungen, die in den Kollektivverträgen beinhaltet werden, was auch zurzeit nicht passiert und vorher auch nicht, also schon nicht passiert ist. Ja, unser Wunsch ist ganz klar und nämlich eine gerechte und würdige Anstellungsform für die 24-Stunden-Personenbetreuerinnen. Also, dass die jetzige Ausbeutung einfach aufhört. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für das spannende Interview. Ja, vielen Dank auch nochmal. Danke, super, war das. Danke euch auch. Ja. Macht's gut. Ciao. Ciao. Schönen Nachmittag. Papa. Euch auch. Ciao. Wir sind nun am Ende unserer heutigen Manipod-Folge zu Spargel und Rassismus angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören und auch für die vielen Zuschriften zu unserer letzten Folge. Wenn ihr Feedback, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns auf manipod@rosalux.org. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.